Michi Rosche muss ja auch noch hin. Schacht auch schon in der Startliste. Aber jetzt? Geht's jetzt weiter? Der Wind oder ist zumindest einmal Probespringer. Ja. Nein, Schradam. Da will man jetzt ja keine Zeit verschwenden. Der hat sehr gute Verhältnisse jetzt. Ui, der könnte jetzt weit fliegen. Er könnte jetzt die Führung von Schlierenzauer gefährden. Wer muss zuerst einen Sprung besser machen wie zuerst? Gleiche Geschwindigkeit wie Schlierenzauer, was gut ist für ihn. Ja, jetzt viel besser. Schau, und jetzt geht's auch runter. Könnte sich ausgehen. 210,5, 211. Jetzt werden wieder die Noten entscheiden. Ja, ich glaube, er hat ihn schön gesetzt. Kriegt sehr gute Noten. Ja, 210 10. gleich weit. Und jetzt wird's eng. Ah, da auch ein bisschen nicht ganz so flüssig. Aber super Noten. Aber ja. Jetzt wird's eng, jetzt wird's ganz eng. Aber der hat jetzt wirklich profitiert aus dem Abbruch vorher. Doppelt. Weil er jetzt auch bessere Verhältnisse aber hat. Aber jetzt auch mit der Geschwindigkeit. Schaut er, jetzt auf einmal ist er wieder so gut wie dabei. Ja. Vorher und im ersten noch einfach schlecht runtergefahren von Krampf. Das ist einfach, da willst du mehr. Und schau, wie schön. Wirklich schön tief für Dänemark gesetzt. Daher führt er um einen Punkt vor.